Seid gegrüßt, herzlich willkommen, wieder eine neue Folge mit Roland. Und wir sind in der letzten Folge auf drei Gefährten gestoßen, auf Diego, Lester und und natürlich den namenlosen Held. Der Name ist mir eben nicht eingefallen. Wie auch. Ja, Grüße an euch und wir machen gleich sofort weiter. Und zwar habe ich im Off geguckt, was ich für Karten entbehren könnte. Dazu sei erstmal gesagt, Varant mit Ashtot, da ist es die Varant-Karte, also so heißt sie dann im Inventar. West-Varant mit Ashtot ist die Tadmor-Karte im Inventar und Karte von Tal von Ashtot, ja, das heißt dann auch im Inventar wie Tal von Ashtot. Dann gucken wir mal, mit West-Varant mit Tal von Ashtot, ach, ich glaube, dann werde ich irgendwo die... Hier hast du die Karte, die du haben wolltest. Das große und ganze Mal geben. Ja, 300 Gold, sehr schön. Sehr gut. Damit hast du uns sehr geholfen. Ich danke dir. Hier hast du dein Gold. Jo, bedankt. Dann gucken wir mal hier. Erfüllt ist auch keine... Ah, hier doch. Ist erfüllt natürlich. Ich habe Diego seine Karte besorgen können und dafür 300 Goldstücke erhalten. Schön. Dann gucken wir doch mal weiter, ob wir noch ein bisschen was finden können hier so in der Umgebung. Ist irgendwie... weitergeht oder ob es was Neues... Oh, da ist ein Höhlinger. Ob es da eine Höhlinger gibt. Also eine Höhle hier. Westliche Wüste. Oh, westliche Wüste. Okay. So, wie war denn das nochmal? Bin ja von der anderen Seite gekommen. Ups. Ah ja, da ist was. Da ist sich ein Viech. Mal eben schnell eine bessere Rüstung angezogen und den Giftpfeil eingespannt. So. Ein Greif. Oh, ein großer Greif. Ha, ha. Da fällt mir was ein. Es gibt ja einen neuen Comic. Großer Greif. Ah, da kommt der große Greif. Sieht aber eher aus wie ein... eine Hyäne. Quatsch. Wie eine Harpie. Jo. Oh, da sind gleich noch mehrere. Okay. Ja, nicht ganz. Der Kopf ist anders. Hallo? Wie wär's, wenn du den mal triffst? Sorry. 10-mal Federn, auch hier 10-mal Federn. Ja, und ich muss hier auch Blut lassen. Hier geht's nicht weiter. Aber dafür gibt es hier Sprüche. Ufersturm, Elixier der Heilung, Mana-Elixier. Ja, und dich gibt's auch nicht mehr, nur in Skelettform. So, ein bisschen was verzehrt und gespeichert. Dann gehen wir mal zurück. Da, wo wir hergekommen sind. Weil da ging es ja nach West Coast. Westliche Wüste. Dann gucke ich doch nochmal, ob wir hier zur westlichen Wüste kommen. Jetzt bitte, bitte, bitte. Tritt jetzt wahrscheinlich das ein, was ich denke, was eintrifft. Dann, ja, genau das meinte ich. Wieder ein Weltenwechsel. Ahahaha, lustig. Oh, diesmal kein Tipp. Okay, warten wir mal ab. So, schwupps, hier bin ich wieder. Geht's wieder raus. Jetzt rendere ich mich mal kurz wieder ein. Das hat gedauert. Meine Leute, gefühlt mindestens anderthalb Minuten. Aha. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Kommt wieder ein Panther pro Panther. Nee, irgendwie so ein Raubtier. Super geil. Okay, dann muss ich halt eben noch mal kurz die Geschwindigkeitsgeschichte mal anziehen. So, da bist du. Gut, da haben wir es. Ach ja. Und natürlich auch wieder den Giftpfeil. So.
gespannt. Kriege ich ihn ja schon ein bisschen hier raus. Na, wo ist er denn hin? War doch hier. Ja, da ist er. Kräftiger Leopard. Los. Ja, bleib weg. Richtig. Er blieb auch weg. Alter, was ist... Ah, hier. Voll die Verblendung, liebe Freunde. Seht ihr das? Durch den neuen Renderer müssen sich die Augen ein bisschen dran wieder dran gewöhnen. Also ich finde das schon mal echt spannend. Hauer, hauer. Zeit zu speichern. Und da hinten sieht man wieder was. Fliegen. Wahrscheinlich greifen. Wilder Sandbeißer. Oh, die haben eine große Reichweite. Die hören. Die kommen. Genau, die sind nämlich schnell. Also die können gut die Opfer wittern. Was ist denn da so laut am Rumkreischen? Der Greif oder was? Okay, erstmal gucken, ob es hier noch was gibt. Erstmal gucken. Können wir hier rum? Wir kommen hier wohl weiter rum. Ja, da hinten ist angreifen. Oh, was da? Okay, das ist Wolkenzeug. So, wieder den wilden Sandbeißer. Kriege ich den schon? Na, noch nicht ganz. Aber jetzt. Oh, und da haben wir einen Greifen. Den werden wir als erstes angreifen. Der große Greif. Der Sandbeißer. Der hat sich wohl jetzt... Oder haben wir den erledigt? Das sieht aus, als hätte ich ihn erledigt. Ja, okay. Ja, dann haben wir noch einen großen Greifen. Da hinten ist noch was. Okay. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Da fällt mir was ein, liebe Freunde. Und zwar habe ich tatsächlich als alter Asterix-Fan sogar mir das vor kurzem herausgekommene neue Comic der Asterix und der Greif gekauft. So schön ist das. Das nur als Nebeninfo. Jetzt geht's weiter. Dahin haben wir noch Beißertjes. Na, ja. Oh, in Gruppe geschaltet. Ich. So. Okay, wir bleiben erstmal auf dieser Höhe. Gucken mal, was wir hier noch eventuell übersehen haben. Ach ja, hier, Bananas. Bananas, jawohl. Habe ich hier noch welche übersehen? Nein. Ich könnte ja mein Loot-Ding aktivieren, das will ich aber nicht machen. Da habe ich auch schon ein paar Meinungen bekommen, dass das nicht so toll ist. Und ich weiß auch gar nicht, auf welche Taste ich das jetzt gelegt habe. Deswegen will ich das nicht machen. Lieber selber suchen. Na, liebe Freunde, da hinten ist noch ein Beißertje. Okay, wieder ein Pfeil verballert. Okay. Das sieht interessant aus. Da unten geht's auch weiter. Ich bin sowas von gespannt. What is the matter here? Aha, noch ein Höhlchen. Und mit einem Pantherchen. Na, dann wollen wir mal. Oh, mit zweien! Aua, nicht gut. Nicht gut. Abspeichern. Leute, das muss ja eine riesige Westwüste sein. Auch das Speichern braucht jetzt jede Menge Zeit. Also länger als sonst. Als die Varansche Geschichte. Genau, okay. So. Wo wollte ich das haben? Mal wieder den Blendeffekt bekommen. Ach, so. Ach, das war's schon. Und was haben die behütet? Haben sie nichts behütet oder was? Doch, ja, hier ist nur ein Skelett. Okay, da waren das hier halt eben Flavor-Leoparden. Gut, hier geht es steil nach unten.
Und da ist auch ein Puma zu sehen. Ja. Okay, dann heißt also, dass wir auf eine Seite müssen. Ach je, herrlich. Auf die andere Seite meine ich natürlich. Ja, ja, ist gut. Halt den Schnabel. Und zwar hier hin. Jawohl, und da ist wieder so ein schnabelähnliches Tier. Nein. Gucken. Er hat sich dahinter verborgen. Könnte natürlich jetzt ein bisschen näher sein. Ja. Flutsch. Oh, das war knapp. Ah, macht Spaß. Sag mal. Auch hier haben wir hier eine andere Sandtextur. Ein etwas, ja, ich würde mal sagen, eine schönere. Also nicht so super glatt. So, das sind Steine, ne? Hier ist nichts. Weil in dem neuen Renderer, den ich be... Oh, 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 ach, du bist das. Dann macht das nichts. Dann bist du ja nur ein Golem. Arg! Wieder mal zu früh. Okay, Steingolem. Ja, sollte mal ein bisschen üben. Sandgolem, sorry. Okay, man hört auf jeden Fall wieder ein bisschen Musik. Da ist wieder ein Sandgolem. Und solche Razor Blazer, Wüstenraser. Ja, natürlich Wüstenraser, gut. Aber machen wir ihn als erstes mal alle. Den Sand. Golly Bolly. Oha. Ah, kein Probleme. Köstlich. Also alle, die sich für den neuen Renderer interessieren, den ich benutze. Wenn ihr hier auf F11 drückt, dann seht ihr hier nämlich mehrere Funktionen. Das ist das, was hier die ganze Sache ein bisschen spektakulärer macht mit dem Verblenden. Und ihr habt hier eine Texturqualität, die bei mir auf Ultra High ist. Deswegen haben wir auch die Zelte in so einer super Qualität gesehen. Und, Moment, mit einer besseren Bump Map, was man hier auch wunderbar hier an den Felsen erkennen kann, die wesentlich plastischer wirken. So, dann schauen wir mal. Treffe ich einen, kommen sie alle? Na, ja, drei Stück, okay. Okay. Okay, die sind in auch verschaltet. So, du beißt mich jetzt nicht mehr. Was haben wir denn da hinten? Wilder Wüstenwolf. Oh, wilde Wüstenwölfe. Hat's hier auch. Schön. Okay. Dann sollte ich mal abspeichern. Vielleicht gibt es ja dann auch hier für diese westliche Wüste eine Karte, oder die habe ich schon. Ah. Ah, okay. Die sehen ja auch richtig gefährlich aus. Wow. Schöne Textur. So. Hier haben wir noch einen Höhleneingang. Hier befindet sich sichtbarmäßig gar nichts erstmal für mich. Und hier wird noch nichts generiert. Also an Objekten gezeigt. Ja, was sind das für Leute? Das sind Mumien. Are you Mummies? Was, Polypos? Wie heißen die? Warum heißen die Polypos jetzt plötzlich? Polypos. Haben aber nichts. Polypos. Griechische Mythologie? Kann das sein, dass es von der griechischen Mythologie abgeleitet worden ist? Polypos? Weiß ich jetzt so aus dem Kopf gar nicht. Aber schön. Früher hieß es ja Mumien oder Sumpfmumie.
Okay, Polypos Nixos. Nixos daos im Polypos Lutos. Aber dafür haben wir Elixier Heiter. Oh, und Lederbeutel. Sehr schön. Hat sich gelohnt. Muss ich öffnen? Hier, sieh da. Oh, 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 cool. So, jetzt gleicht sich die Lichtverhältnisse. Gleichen sich die Lichtverhältnisse wieder aus. Schön. Ja, dann werde ich mal die Lederbeutelchen öffnen und abspeichern. Und wieder 175 Gold mehr. So. Sicher, sicher. Gucken wir mal, was da ist. Aha. Scheint reichlich verhüllt zu sein hier, die westliche Wüste. Oh, 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 oh. Wilder Wüstenwolf. Oh, kommen sie drei auf einmal an. Ah, okay. Ist er in halt eben in den Fall gefallen. Mich hat's ja nicht so arg gebissen. Da hat sich was wieder getan. Alter, Leute. Oh! Okay, jetzt musste er ein bisschen rendern. Ach so! Okay, stimmt ja. Da hat er doch lieber schon den Kadaver genommen und erspäht. Mal gucken, ob der das auch so macht. Locken wir ihn mal dahin. Ja, hat er gemacht. Uduli. Jetzt bist du selber Kadaver. So, da unten riecht sich auch was. Ist das hier eine Abtrennung oder geht das da rum? Nee, das ist eine Abtrennung. Okay, dann werden wir mal hier den linken Bereich mal erkunden. Mit Wölfen. Okay. Haha, war knapp. Sehr schön. Na, hier kann man schöne Experiences Points holen. Pointes. Points. So, jetzt sind wir da, wo das so qualmt. Ah, okay, das ist ein Golemsi. Was liegt hier? Ah, das sind Blutflecken von den Wölfen. Ah, da sind ja gleich zwei Golemsis. Das sind nicht nur zwei, das sind gleich drei, vier oder mehr. Mal gucken, ob wir so nacheinander kriege. Okay, die sind so ein bisschen in einer Linie. Da haben wir Wölfe, die wollen wir mal nicht anlocken. Okay, 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 okay. Okay, das dürfte eigentlich relativ fix gehen. Ach ja, cool. Also nochmal. So einfach ist das, ganz simpel. Mit Locken brauchen wir wohl nicht mehr. Sandgolems. Einfach mal hier so ausruhen oder was? So, wer ist denn jetzt schon hier? Eingegraben. Das da hinten sieht wieder nach einem Greif aus. Großen Greifen, zwei große Greifen. Okay. Los. Warten, bis der auf einer Höhe ist. Ach, bis jetzt geht das Babypuppen leicht, ne? Weiter geht's. Abgespeichert habe ich ja jetzt. Ende für den Schlitz. Na gut, okay. Jetzt geht's hier noch weiter runter. Dann kommen wir wieder dorthin, aber trotzdem will ich hier noch. Na, hab doch schon alles hier runtergenommen.
gut, okay. Wilder Sandbeizer. Aber hier kann man wirklich gut jagen. Jagen ist gut. Naja, bin ich halt eben ein bisschen jetzt lediert. Aber ich habe noch genug Getränke und Nahrungsmittel. Dafür ist gesorgt. Dann gibt es nur noch weiteres Gezücht. Okay. So, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Oh, jetzt kommt er einzeln. Okay. Jetzt kommen drei Stück. Noch, dann ist gut. Es muss so sein, finde ich. Ja, Zweier. Und zack. Wollt's mich nicht anknabbern. Bist weg. Achso, das ist eine Pflanze. Das ist wieder ein Wolf. Das wird auch ein Wolf sein. Gut. Wir haben erstmal hier diesen wilden Wüstenwolf wegputzen, wischen. Also das ist mal hier eine richtig schöne Level. Aber ich frage mich, im Hintergrund ist sehr viel Windgeräusch zu sehen. Zu hören, zu sehen. Was sag ich denn da? Sehr viel Wind. Windig ist es hier. Super windig. Okay, auch das haben wir. Dann geht es hier auch noch weiter. Ich muss auch noch opposite, in die opposite Richtung rein. Also in die gegengesetzte Richtung. Mal schauen wir mal. Wie schon gesagt, nützlich wäre eine Karte. Hier käme ich runter. Ich bin im Kreis gelaufen, weiß ich nicht. Ah, hier. Da gibt es noch einen Wüstenwolf. Wild, Wild, Wild West Wüstenwolf. Okay. Fell eines Wüstenwolfs. Da hinten ist wieder ein Raubetier. Wunderbar. Jetzt gehen wir mal von der Seite die ganze Sache an. Ja, schön. Sieht schön aus. Schön. Felsig alles. Wüstig. Wüstig, felsig. Da haben wir. Oh, da haben wir zwei von der Sorte. Heute einfach mal jagen in der wilden Wüste. Wieso habe ich ihn geschossen, als gar nichts angezeigt worden ist? Bin ich dull oder bin ich dull? So, bleib doch mal stehen. Okay, jetzt hat er mich erwittert. Ah. Okay, also schöne Viecher gibt es hier. Aber auch lustig, dass diese beiden Geschöpfarten, Rassen so friedlich nebeneinander leben und sich hier in dieser kargen Landschaft hier gar nicht, hupsala, irgendwie gegenseitig beharken, ne? Was mich natürlich veranlasst zu denken, dass die beiden sehr, sehr aggressiv sind und sehr gefährlich sind, deswegen sie sich wohl respektieren. Also ein Wüstenwolf ist natürlich auch nicht gerade ungefährlich. Oh, 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 da unten ist auch noch was. Aber ich höre Schattenläufer-Geschnarche. So, wisst ihr was? Dann gehen wir mal da runter. Da kann man ja von der Seite hinkommen.
und eventuell schon ein bisschen vorpieksen. Ja, vielleicht reicht das ja. Ne. Okay, das hat geklappt. Theorie bestätigt. So, und da hinten ist auch noch einer, nur nicht zu nah. Mal abspeichern. Ja, was ich hier richtig gut finde, dass man hier mal so ein bisschen pausieren kann. Also nicht so, ja, wie soll ich sagen, so angenervt ist von langatmigen Situationen oder Quests, dass es mal hier auch mal wieder richtig was zu jagen gibt, ein paar Höhlen zu untersuchen. Und rechts von mir gibt es ja auch noch eine Burg, eine kleine, die ich da gesehen habe. Da werde ich dann hoffentlich gleich noch hinkommen. Aber hier gibt's... ich glaube, da habe ich ja eben gestanden, wo ich das Geschnarche vom Schattenläufer gehört habe. Und wenn er schnarcht, dann wird er wohl in dieser Höhle sein und schlafen, sodass ich mich heranpirschen kann. Wieso blute ich denn jetzt? Ach ja, okay. Ich hab doch noch nicht über... Ach, es ist... shit, es ist keiner. Geh doch mal aus dem Schleichmodus raus. Mhm. Oh, der ist fix. Mal gucken, vielleicht kann ich ja hier irgendwie mal schnell... schnell von oben hier. Na, ja, er kommt auch hoch. Nee, doch nicht. Okay. Gucken, ob ich das überlebe. Ich habe es überlebt, liebe Freunde. Sehr schön. So, hab abgespeichert und ein bisschen die Musik lauter gemacht, weil das Windesrauschen doch so ein bisschen das Ganze übertönt. Und jetzt habe ich nicht so genau drauf geachtet, ob hier was noch mehr in der Höhle ist. Ob es noch weitergeht. Und hier was liegt. Nein, liegt sich nichts da. Okay, ja, dann werde ich mich mal auf den Weg machen zur Burg da oben. Hier was? Nein. Ups. Wo ist er denn, der Oppe? Da müsste man irgendwie hinkommen. Fragt sich nur wie. Entweder durch eine Höhle oder durch einen... Durch den Zugang, Plateau. Okay. Irgendwie nicht so ganz. Gucken wir uns mal hier mal die Ecken an. Oh, starker Sandcrawler. Hier gibt es auch Crawlerkiss. Die müssen rumzappeln hier. Okay. Dann mache ich mal das Ganze mit dem Säbelchen hier. Denn vielleicht... Warte mal. Okay. Erstmal checken, wie. Okay. Erstmal checken, wie resistent die sind. Damit ich nicht unnötig hier Pfeile verballere. Okay. Machen wir die hier auch noch platt. Okay. Ja, liebe Freunde, es ist wohl wieder soweit. Ich gucke noch ein bisschen weiter hier. Hier hin.
Oh, 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 oh. Da ist eine Hängebrücke. Eine Hängebrücke ist da. Und noch mehr von diesen Viechertjes. Okay, dann werde ich mich mal hier umschauen. Und wir sehen, genau, hier hat es wieder eine Höhle. Beziehungsweise ein Tunnel. Mit einem Feuergolem. Dann darf ich mich verabschieden an dieser Stelle von euch. Und wünsche euch eine schöne Woche. Oder einen schönen Tag, je nachdem, was ihr macht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.